Was sollen wir nur tun? Keine Sorge, wir heilen sie. Was ist los? Meine Arbeiter sind krank. Wenn das so weitergeht, kann ich meine Familie nicht ernähren, geschweige denn ihre. Die gute Nachricht ist, dies ist nicht das Werk der Götter, sondern nur eine Krankheit. Und zwar eine Halskrankheit. Ich könnte deine Arbeiter behandeln, wenn ich meine Utensilien dabei hätte. Söldnerin, könntest du sie mir beschaffen? Ich will nicht, dass sie leiden. Gut gesagt. So viel Großmut verdient eine Belohnung, nicht wahr? Hm? Oh, aber natürlich, natürlich. Ich kann dir im Gegenzug etwas für deine Hilfe geben. Wirst du es tun? Ich bring dir, was du brauchst. Ausgezeichnet. Mein Werkzeug ist in der uralten Perle, die Medizin in der Liebesbucht. Ich komme mit deinen Sachen zurück. Je eher du kommst, desto schneller kann ich den Arbeitern helfen. Ich werde dir alles besorgen. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Los! Das Haus des Anführers. Vorwärts. Sie meinte, das Werkzeug wäre in der Friesa-Festung. Ja.
Das muss die Friesa-Festung sein. Passen die Wachen sicher gut auf. Werkzeug der Ärztin. Ich habe, worum mich die Ärztin gebeten hat. Ich sollte zurück zum Weingut. Los geht's. Ich habe deine Sachen. Danke. Sie sind äußerst speziell. Ich hätte sie nicht rechtzeitig ersetzen können. Meine Trauben sind gerettet. Mich beschleicht das Gefühl, dass es dir immer nur darum gegangen ist. Ohne Trauben nichts zu tun. Durch die Heilung der Arbeiter hast du meinen Hof gerettet. Nimm dies hier. Ich mache mich unsichtbar. So viele Zähne. Du hast mich gerettet. Und mein Werk. Ein Heilmittel für die Statuen im steinernen Tal. Du kannst den Effekt umkehren? Mein Elixier kann es. Ich meine, noch nicht. Ich versuche den Effekt der Versteinerung mit einem Elixier aus verschiedenen Zutaten rückgängig zu machen. Gib es mir. Eine Freundin von mir wurde in Stein verwandelt. Ich kann nicht. Ich habe nicht alle Zutaten. Aber wenn du sie mir bringen könntest, gebe ich dir eine Dosis davon als Belohnung. Ich hol dir, was du brauchst. Ausgezeichnet! Nun hör dir die Liste der Zutaten an.
Ich brauche einige Bärenkotpilze, Galle von Kegelschnecken und ein Bund Nieswurz. Die Medusa hat existiert und war der Grund für die Versteinerung. Ich konnte aber in ihr Nest vordringen und sie töten. Also verwandelt sich jetzt niemand mehr in Stein. Die Medusa? Es gab sie wirklich? Es ist egal. Was zählt ist, dass wir die armen gefangenen Seelen retten. Mein Elixier kann sie retten. Ich bin ganz sicher. Ich hole dir deine Zutaten. Komm in meine Werkstatt, auf dem Hügel östlich von Mytilene, wenn du alles hast. In einer Höhle, auf einem Berg und vor der Küste. Konnten es nicht drei noch unterschiedlichere Orte sein? Hier bin ich richtig. Die Höhle mit den Pilzen kann nicht weit sein. Los. Schiffswrack. Hier sollte ich Kegelschnecken finden.
Oberboss. Komm schon. Das ist der Berg. Hier irgendwo muss Nieswurz wachsen. Na los, komm. Du bist zurück. Hast du alle Zutaten? Na klar. Sehr gut. Jetzt kann ich einen neuen Schwung von dem Elixier herstellen. Doch zuerst muss ich sicher gehen, dass es für Menschen ungefährlich ist. In dem Gefäß auf dem Tisch ist meine letzte Dosis. Ich habe sie extra für dich aufgehoben. Ich trinke ganz sicher nichts, was Bärenkotpilze enthält. Sei nicht dumm. Trink es und du wirst immun gegen Versteinerung. Ich bin mir nicht sicher. Was? Aber du glaubst doch, dass mein Elixier wirkt, oder? Ich glaube, du bist verrückt. Nein, nein, nein! Du musst es trinken! Es muss sein! Für meine Statuen! Dein Ende naht! Ah!
Wenn es so wirkt, wie du behauptest, wäre es dumm, es nicht zu trinken. Ja, trink es alles aus. Bei den Versuchen mit lebenden Testobjekten ist mir etwas aufgefallen. Wir werden alle zu Stein, wenn wir tot sind. Das sind keine Statuen, das sind meine Kinder. Ah!